75 Jahre CDU. Das ist ein Grund zu gratulieren, das ist ein Grund zu feiern. Es bietet aber auch Anlass, zurückzuschauen auf die vielen wichtigen Weichenstellungen, die die CDU in den Jahrzehnten der Verantwortung für unser Land und für Europa vorgenommen hat. Und man kann das tun, ohne sich in der Behauptung zu versteigen, wir hätten das getan, ohne irgendwann mal einen Fehler zu machen. Politik wird von Menschen gemacht und da, wo Menschen arbeiten, da werden auch Fehler gemacht. Aber die CDU ist keine Partei der ideologischen Grabenkriege. Und deswegen ist es uns immer wieder gelungen, aus Fehlern zu lernen, uns auch neuen Erkenntnissen zu öffnen und sich dann auch entsprechend neu aufzustellen. Diese Fähigkeit, die müssen wir uns auch unbedingt bewahren. Denn eine Volkspartei kann nicht davon leben, wenn sie im Gestern verharrt oder den Eindruck erweckt, wir wollen ins Gestern zurück. Eine Volkspartei muss die Antworten geben, die die Zeit gerade braucht. Und 75 Jahre CDU sind für mich auch ein Anlass, einfach mal Danke zu sagen. Den vielen 10.000 Männern und Frauen, die in unserer Partei sich engagieren, die Verantwortung für die CDU übernehmen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und einbringen. Und ich habe in den letzten 18 Jahren viele Menschen kennengelernt in der CDU, die mich stark beeindrucken. Gibt es Menschen, die tragen prominente Namen, die jeder kennt. Aber es gibt auch viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich schwer beeindrucken, die außerhalb von ihrem Wirkungskreis eigentlich fast niemand kennt. Und deswegen möchte ich heute einfach mal zwei Menschen herausgreifen, die mich in der CDU ganz besonders beeindruckt haben. Das ist zum einen aus meiner Bochumer Heimatstadt Jürgen Schudi aus dem Bochumer Norden. Alles andere als eine CDU-Hochburg. Und Jürgen ist ein Mensch, der nie gefragt hat, was bringt das eigentlich mir und was ist für mich eigentlich drin, sondern Jürgen ist jemand, der immer fragt, was gibt's zu tun und wie kann ich helfen. Und die zweite Person, die ich gerne rausgreifen möchte, ist Frau Klose, die Vorsitzende der Seniorenunion in Heiligenhaus. Ich habe die Seniorenunion in Heiligenhaus vor anderthalb Jahren mal besucht und dann hat mich die Seniorenunion noch mal in Brüssel besucht. Und Frau Klose hat mich unglaublich beeindruckt, weil es eine Frau ist mit einer wahnsinnigen Energie, die ihr ganzes Herzblut reinsteckt, um für ältere Menschen in Heiligenhaus ein Angebot auf die Beine zu stellen, eine Mischung aus politischer Information und Unterhaltung und nettem Rahmenprogramm. Und das finde ich einfach großartig. Und ich glaube, solange wir Menschen in der CDU haben wie diese beiden, die mit so viel Herzblut und Leidenschaft bei der Sache sind, solange müssen wir uns auch keine Gedanken machen um die Zukunft. In diesem Sinne, alles Gute, liebe CDU, Glück auf. Ich bin froh und dankbar, dass ich in deinem Namen die Bürger unseres Landes vertreten darf.